Wieder ist eine weitere Woche im NSU-Prozess vergangen und das soll nicht geschehen, ohne dass wir darüber berichten. Ich begrüße jetzt unseren Berichterstatter Fritz Burschel am Lotte-Telefon. Schönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen. Zurzeit beschäftigt das Gericht insbesondere der Weg der Cesca-Pistole nach Deutschland. Die kam ja bekanntlich aus der Schweiz, aber die Frage ist jetzt, über welche Wege sie schließlich bis zu Bönhardt, Mundlos und Schäpe gelangte. Ist man denn dieser Antwort schon ein bisschen näher gekommen? Eigentlich nicht. Und es ist tatsächlich so, dass man staunt darüber, wie viele Facetten eine Geschichte noch bekommen kann, je länger man Zeugen und Zeuginnen dazu vernimmt. Das ist ein ziemliches Gewirr. Da kommt man in Geschichten rein, die man jetzt auch im Gerichtssaal in München nicht unbedingt erwartet hätte. Am Dienstag war die Ex-Freundin eines der Männer im Gerichtssaal als Zeugin zugegen, die die Waffe weitergereicht haben sollen. Dieser Mann, Hans-Ulrich M., soll die Waffe über einen Strohmann gekauft haben und dann im Grunde nach Thüringen geschafft haben sollen zu den einschlägigen Leuten, die auch alle schon vernommen worden sind. Jetzt beruhen Teile dieser Erkenntnisse auf den Aussagen seiner Ex-Freundin, aber die Folie, die hinter dieser Geschichte liegt, ist im Grunde genommen ein Rosenkrieg. Denn diese Ex-Freundin wurde irgendwann von diesem Hans-Ulrich M. verlassen und hat bemerkt, dass er bereits mit einer Angestellten seiner Ex-Freundin ein Verhältnis hatte. Und daraufhin entbrannte ein wahnsinniger Rosenkrieg. Sie hat ihn denunziert bei deutschen Behörden und bei schweizerischen Behörden und behauptet, er habe Waffen von der Schweiz nach Thüringen transportiert. Er hatte tatsächlich in der Nachwendezeit einen Autohandel oder ja sowas ähnliches wie einen Autohandel in Apolda bei euch da um die Ecke. Und also diese Verbindung wäre durchaus denkbar. Er hatte auch Freunde, die auch als Zeugen hier im NSU-Prozess ausgesagt haben. Und insofern ist diese Geschichte nicht ganz unglaubwürdig, aber trotzdem verstrickt sich diese immer noch verärgerte Frau in sehr viele Widersprüche und eine weitere Wendung in dieser Woche im Grunde genommen. Hans-Ulrich M. ist selber aktiv geworden. Er ist ja in der Schweiz, also das ist eine Erkenntnis von Mittwoch, wo einer der Nebenklageanwälte als Zeuge vernommen wurde. Also ein ständiger Prozessbeteiligter wurde am Mittwoch als Zeuge vernommen. Der Rechtsanwalt Ülücay, der die Familie Kubatschik aus Dortmund vertritt, der ist von Hans-Ulrich M. in der Schweiz angesprochen worden. Und zwar nach seiner staatsanwaltlichen Vernehmung dort. Also ganz, ganz komplizierte Geschichte. Da hat sich also dieser Mann den Nebenklageanwalt ausgesucht und hat ihm erzählt, dass ein ganz anderer die Waffen nach Thüringen gebracht hat. Da geht es um einen Eisdielenbesitzer irgendwo in Thüringen, der angeblich 15 bis 20 Waffen von dieser inzwischen auch schon fast berühmten Schweizer Waffenhandelsklitsche Schläfli und Spinden erhalten haben soll und die dann entsprechend weitergegeben haben soll. Trotzdem, also du merkst vielleicht an dem, was ich erzähle, die Geschichte bleibt wirr. Ja. Die Geschichte wird wahrscheinlich doch letztlich darauf zurückzuführen sein, was in der Anklageschrift drinsteht, dass der Weg über Hans-Ulrich M., Enrico T., Jürgen L. bis in den Szeneladen in Jena gegangen ist und dann den Weg zum NSU, zu den NSU-Leuten gefunden hat. Aber so hundertprozentig sicher ist das alles nicht. Ja, und die Wege sollen auch in anderer Hinsicht weit verzweigt gewesen sein. Bekanntlich kommt das Trio zwar aus Thüringen, aber offenbar taucht das Land Baden-Württemberg in diesem NSU-Kontext auch immer häufiger auf. Was gibt es genau da zu berichten zum Land Baden-Württemberg in dem Kontext? Ja, also da hatten wir am Dienstag eine Kriminalbeamtin aus Baden-Württemberg da, die in verschiedenen Ermittlungsgruppen diesen Kontext ausgeleuchtet hat zu Baden-Württemberg. Das waren jetzt tatsächlich nicht sehr neue Informationen, aber es war doch wichtig, dass diese doch sehr intensiven Verbindungen der drei als NSU-Kerntrio bezeichneten Personen nachgezeichnet werden konnten. Also dass nachgewiesen werden konnte, dass gerade in den 90er Jahren, also Mitte der 90er Jahre,
diese drei Leute und auch andere aus ihrem Jena-Umfeld offensichtlich regelmäßig in Baden-Württemberg waren, dort freundschaftliche Verbindungen gepflegt haben, insbesondere nach Ludwigsburg. Aber es gibt auch noch weitere Verbindungen in andere Orte, auch nach Heilbronn. Und es gibt Reisen der drei NSU-Leute dorthin. Das ist da alles mal genannt worden. Das ist sehr wichtig, um auch noch mal deutlich zu machen, welche Rolle Baden-Württemberg in dem NSU-Prozess spielt und wie wenig man letzten Endes über diese Verbindungen weiß und welche Auswirkungen sie auf den Polizistenmord an Michel Kiesewetter und dem versuchten Mord an ihrem Kollegen Martin Arnold gehabt haben. Also das hat uns letztlich da auch nicht weitergebracht, diese Aussage. Und doch war es wichtig, dass diese Verbindungen, diese Verknüpfung, Vernetzung Zwickau bzw. Jena, Baden-Württemberg mal aufgeschlüsselt und nachgezeichnet wurden. Kommen wir nochmal zu einem kuriosen Fakt, wie ich finde, zumindest vor 18 Jahren soll es schon mal eine Vernehmung von Beate Zschäpe und Ralf Wohleben gegeben haben. Bist du darüber informiert, worum es damals ging, beziehungsweise was das jetzt für eine Rolle in München spielt? Ja, das ist nicht ganz unwichtig und doch war es ein ganz, ganz schwieriger Tag, der sehr an den Nerven gezerrt hat, eher, dass man kämpfen musste, nicht einzuschlafen, weil die drei Beamten, die diese Vernehmung vorgenommen haben, sich definitiv nach 18 Jahren eigentlich an gar nichts mehr erinnern konnten, obwohl sie Gelegenheit hatten, die Vernehmungsprotokolle nochmal zu lesen vor der Gerichtsverhandlung. Mhm. Und das war wirklich mühsam. Die haben gesagt, ja, sie können eigentlich nur auf das verweisen, was im Protokoll steht, aber erst wollte Richter Götzl, das will er immer, von ihnen wissen, was sie aus dem eigenen Erinnern noch im Kopf haben, was sie im Gedächtnis haben. Und da haben sie halt, was weiß ich, 20 Mal gesagt, ja, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß nicht, wie die Vernehmungssituation war, was Beate Zschäpe anhatte und letztlich weiß ich auch nicht mehr, was sie gesagt hat und in welchem Zusammenhang. Also das war sehr mühsam und dann musste man sich also in einem zweiten Schritt im Grunde durch die Vernehmungsprotokolle durcharbeiten. Und das hat eigentlich nur zutage gefördert, auch wieder etwas, was man vorher schon hätte wissen können. Da ging es um diesen berühmten Puppentorso, diesen antisemitischen, diese antisemitische Aktion der Jener Nazikameradschaft. Die haben da von der Autobahnbrücke bei Jena eine Puppe runtergehängt, die mit einem Davidstern verziert, in Anführungszeichen, war, und hatten diese Puppe da runterbaumeln lassen und oben auf der Brücke mit einer Bombenattrappe verbunden. Und damals hat es ein Ermittlungsverfahren gegeben gegen einige von dieser Kameradschaft, die Jena, darunter Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben. Und das haben wir dann am Mittwoch mit großer, großer Mühe uns rekonstruiert. Interessant fand ich, dass eigentlich übrig geblieben ist im Gedächtnis, mir jetzt ganz persönlich auch, dass die eine Polizeibeamtin sagte, dass Beate Zschäpe völlig ruhig und cool gewesen sei, überhaupt nicht aggressiv aufgetreten sei und, das geht wiederum aus dem Vernehmungsprotokoll hervor, geplaudert hat wie ein Rohrspatz, also Namen genannt hat, Zusammenhänge genannt hat, Szene interner genannt hat. Das war schon sehr erstaunlich, was in diesem Vernehmungsprotokoll alles drinsteht. Ob uns das jetzt wirklich weiterbringt, ist die große Frage. Also nach diesem Tag sind viele mit einem großen Fragezeichen im Gesicht aus dem Gerichtssaal gegangen. Fritz, noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Wir hatten ja am Dienstag schon das Vergnügen, mit dir zu sprechen und da hast du berichtet, dass die Zschäpe-Verteidigung den Anwalt der Beate Zschäpe am Anfang zur Polizei begleitet hat, von seiner Schweigepflicht entbunden hat. Ist da denn irgendwie schon was Neues in dem Zusammenhang zu vermelden? Ja, dieser Herr Liebtrau aus Jena ist gestern vernommen worden, wobei man das eigentlich nicht Vernehmung nennen kann. Also das war eigentlich das bizarrste Schauspiel dieser Woche. Der Versuch der Verteidigung, diesen ersten Anwalt von Beate Zschäpe, also das ist der Anwalt, zu dem sie gegangen ist, bevor sie sich der Polizei gestellt hat, und dem hat sie so ein paar Sachen erzählt. Unter anderem soll sie im Grunde genommen nicht recht viel mehr als anderthalb Sätze zu dem Brand in der Frühlingsstraße 26 gesagt haben. Und die Verteidigung hat gestern über Stunden versucht zu verhindern, dass dieser Anwalt, mehr gefragt werden durfte als zu diesem Satz.
Und dieser Satz lautete, sie habe bei der alten Dame geklingelt, bevor der Brand losging, und habe danach das Haus verlassen. Sie habe geklingelt, um zu verhindern, dass jemand noch im Haus ist und den Schaden, also das Schaden nimmt, diese Person, die noch im Haus wäre. Was da, also ob dieses, ob das gelungen ist, was die Verteidigung davor hat, habe ich ganz große Zweifel, weil eher deutlich geworden ist, der Anwalt hat nur einen Satz mitgekriegt, den kann er wohl reproduzieren, aber was das jetzt genau im Kontext mit dem Brand in der Frühlingsstraße zu tun hat, erschließt sich nicht, denn die Angaben sind auch falsch, weil die Dame ja nicht mit Beate Zschäpe in einem Haus gewohnt hat, sondern im Nachbarhaus. Also die Version, die der Anwalt gestern zum Besten gegeben hat, ist schon rein faktisch nicht richtig, aber das dafür kann natürlich der Anwalt nichts, sondern das ist das, was Beate Zschäpe gesagt hat und er das ja nur reproduzieren kann. Und der weitere Punkt ist einfach, dass inzwischen jetzt durch diese Zeugenaussage ganz klar ist, dass Beate Zschäpe entweder den Brand selber gelegt hat oder zumindest wusste, dass er kurz bevorsteht, weil sonst, warum hätte sie sonst warnend klingeln sollen? Und ob es der Verteidigung hilft, den Vorwurf des versuchten Mordes von der Mandantin abzuwenden, ist sehr zweifelhaft, halte ich für eigentlich fast ausgeschlossen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Satz, was gestern ganz am Schluss des Verhandlungstages noch zutage gefördert wurde, möchte ich sagen. Und zwar am 4. November soll ja der berühmte V-Mann Piatto, Carsten Schipanski, im Gerichtssaal in München aussagen. Und jetzt hat das Innenministerium Brandenburg quasi verfügt, eine Sperrerklärung verfügt. Das heißt also, sie sagt, okay, vernommen kann er werden, aber nur mit einer Videovernehmung und mit veränderter Stimme und an geheimem Ort und nicht öffentlich. Und dagegen hat sich gestern das Gericht geäußert, aber auch die Bundesanwaltschaft hat gesagt, das geht definitiv zu weit. Sie würden akzeptieren, wenn der Mann verkleidet oder verfremdet in den Gerichtssaal käme, aber nicht mit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt also, der 4. November, wo es weitergeht, weil nächste Woche ist ja frei, wird sehr, sehr spannend, ob wir tatsächlich diesen berühmten und sehr nah am NSU agierenden V-Mann Piatto zu hören bekommen. Das berichtet Fritz Burschel. Er ist für uns beim NSU-Prozess in München. Vielen Dank, Fritz, dass du dran bleibst. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.